Ein Hallo an euch alle und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA San Andreas. Ja, beim letzten Mal haben wir zwei Missionen für die Triaden gemacht. Das war zum einen die Mission Pier 69 und da haben wir uns mit Caesar am Pier 69 getroffen und haben dort T-Bone Mandis und Ryder erledigt, also ausgeschaltet. Ja, ist ein bisschen traurig mit Ryder die ganze Sache, aber er hat halt CJ und die Grove Street verraten und deswegen war dieser Schritt einfach notwendig, das mussten wir einfach machen. Und dann haben wir noch die Mission Torino's Last Flight gemacht und da sollten wir Torino ausschalten. Der ist nämlich mit seinem Helikopter gerade davon geflogen und den haben wir dann mit dem Raketenwerfer abgeschossen. Aber, ja, ich kann schon mal sagen, erledigt haben wir ihn dadurch nicht. Das glauben nur jetzt alle, aber der wird später nochmal zurückkommen. Aber darüber reden wir ein andern Mal. Gut, und jetzt machen wir erstmal bei Woozy die Mission. Denn die haben wir ja hier. Haben wir bisher noch keine Mission gemacht. Wir machen jetzt die erste hier bei ihm und dann mal gucken, wie viele wir noch machen. Es gibt auf jeden Fall ein paar Missionen bei Woozy und wir machen jetzt erstmal die erste Mission. Auf geht's! Mountain Cloud Boys. Alright, come on, you can do it, you can do it. Kick ass, man. We're close, Puckeye. Easy, man, I'm here to see Woozy. Oh, upstairs. Stupid ass motherfucker. I'm Johnson. I'm here to see Woozy. I work with him. Yes, right this way. You know of the boss's curse? Curse? Nah. He's blind. Blind? But we was just racing cars last week. Yes, I know. He's blessed with unbelievable good fortune. And the triad that would do anything for him? We call him our lucky mole. I keep that in mind. Good. Woozy! Hello, Carl. Hey, what's happening, Woozy? You know, how you doing? Straight to the facts. I can't use your help unless I'm open with you about who I am and what I do. Let me reintroduce myself. I am the boss of the Mountain Cloud Boys. Nice to meet you. Likewise. Why don't you sit down? As Dai Dai Lo of the Triad, it is my responsibility to see that disputes are settled without damaging important business. Where I come in at? We shall see. I'm about to drop in on a local triad that failed to show face at the last Tong meeting. Come with me, and you'll see how we triads settle things without recourse to unnecessary violence. All right, I'll ride with you. We'll need a ride. Mine's getting some bodywork done to it. All right, don't trip. Bring Woozy zum Treffen der Tong und der Triade. Okay. Keine unnötige Gewalt. Willst du mir damit sagen, dass es nötige Gewalt gibt? Ja, das könnte ja spaßig werden. Ich will gerade erstmal ein ordentliches Auto haben, weil was hier gerade in der Gegend so rumsteht, das spricht mich jetzt nicht wirklich an. Nimm mir einfach das Auto, egal. Passt schon. Komm schon, Woozy. Steig ein. Ist ja gleich um die Ecke, das lohnt ja gar nicht, aber egal. So sparen wir wenig Zeit zumindest. So, hinunter. Some small-time Vietnamese gangs have been making trouble lately. We're not sure why they're gaining any courage now, but I'm nervous about the situation. Okay. Ja, werden wir ja sehen. You're an outsider. Ein Outsider hat uns gerade Outsider genannt. Der mobbt uns. Na egal, wir sind da. This is a place. Come on, it's this way. Wo lang? Ja, du führst uns hier, Woozy. Ich glaube, das geht schon. Now, where's that loose cobble? Hey, what the hell are you doing? Just checking the, you know, shut up, Carl. This way.
Genau. Hey, what's with all these people? Where are they going? Something isn't right here. We should be careful. Follow me. Ich gehe mal dir nach, also. Ich vertraue dir unser Leben an. Auf jeden Fall. Fühle mich gerade sehr sicher, dass gerade du uns hier führst. Du hast ja ein Auge für sowas. Ja, das war die Wand. What's wrong? You lost? You need a hand? No, no. I was just, you know, getting the feel of the place. Stick close. Ein wahrer Fachmann. Der versteht was von seinem Handwerk. Ah, we're here. This way. Strange, this gate is usually locked. Stick close. Oh, man. Woozy. What's got you so spooked? Oh, sorry. Didn't see you lying down there. He's dead. They all are. The blood feathers wiped out? Die low. Forgive me. I was too scared to fight, so I hid. Enough. What happened here? Vietnamese surprised us. Cut us all down. Shit! Here they come again! Die Vietnamesen, die müssen wir natürlich erstmal erledigen jetzt. Ach, kein Problem. Easy. Easy, easy. So, dahinter ist irgendwo noch einer, aber den kriege ich jetzt gerade nicht. Der versteckt sich dahinter. Da müssen wir ein bisschen näher ran. Habe ich irgendwas härtere Geschütze hier? Ich nehme mal eine Granate. Granate! Geh da weg, Wusi. Brennt das? Ah, es räuchert nur. Geh weg da, Wusi. Lauf jetzt nicht dahin. 3, 2, 1, boom! Das müsste es sein erstmal. Fürs Erste. Fürs Erste müsste es das sein, ja. Sieht gut aus. Ah, Feuer. Schön warm. Lauf da jetzt bloß nicht rein, Wusi. What the? Habe ich den Tank getroffen? Was zur Hölle? Das war krass. Also, wenn ich jetzt den Tank getroffen habe, dann, oh mein Gott. Ansonsten, vielleicht war das ja auch gescriptet oder so. Ich weiß ja nicht. So, jetzt burnen wir hier. Die Sache wird mir eindeutig zu heiß hier. Jawohl, da oben ist auch noch einer. Kommen wir so weit? Nee, so weit kommen wir nicht. Jetzt, ich habe jetzt irgendwie Bock auf Granaten. Oh, shit. Hä? Wo mir... Scheiße, Wusi, geht zurück. Nein, Wusi ist gestorben. Und die sind immer noch da. Hallo, ist doch gut jetzt. Zum Glück ist das auf der anderen Seite der Straße. Also der Startpunkt. Problem ist jetzt, wie komme ich hier raus? Ich meine, die Leute sind da immer noch. Also Leute. Alles gut, Army? Ja. Wir sehen uns gleich wieder. Aber jetzt bitte nicht schießen. Meine Güte, ich darf nicht so viel mit den Granaten rumspielen. Aber ich muss einfach mal ordentlich werfen. Dann kommen diese Probleme auch nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum wir jetzt so ein... Alter, was ist hier los? Hallo? Darf ich mal was essen? Eine Suppe bitte. Was ist hier denn los? Ja, das habe ich ja noch nie gesehen. Warum sind hier so viele Läden? Reicht nicht einer? Ihr macht euch doch einfach gegenseitig euer Geschäft kaputt. Das bringt doch gar nichts, Leute. Ihr müsst euch doch mal ein bisschen verteilen. Naja. Dann machen wir das einfach nochmal. Ich glaube, diesmal laufen wir einfach rüber. Ich meine, das ist echt nicht weit und das können wir einfach so machen. Kein Problem. Tut mir leid, Wusi. Ich habe dich einfach erledigt mit der Granate. Das tut mir wirklich leid. Das kommt nicht nochmal vor. Kommst du, Wusi? Wusi, Wusi, Wusi. Ja, wie er auf einmal rennen kann. Wusi. Komm schon. Komm schon, Wusi. Wusi? Ah, da ist er. Na komm, du schaffst das. Auch wenn du blind bist, du kriegst das hin. Das finde ich erstaunlich, dass er uns hier folgen kann. Obwohl er blind ist. Der weiß einfach, wo wir langlaufen. Auch, dass wir jetzt hier reingegangen sind. Das hat er im Urin. Hallo, Wusi? Ach, da bist du. So. Hier sind wir jetzt eigentlich schon. Und dann wollen wir doch mal hier hingehen. Wir brauchen gar kein Auto. Warte auf Wusi. Okay, ich warte auf Wusi. Da ist er. This is a place. Come on, it's this way. Ich lauf schon mal vor. Halte dich dicht bei Wusi. Jop. Jop, die dop, die dop. Ich lauf schon mal ein bisschen vor. Lauf nicht gegen die Wand. Oder du läufst gegen uns. Du läufst jetzt nicht gegen. Oh, shit. Don't touch me.
Was? Ich hab dich nicht angefasst. Need a hand? No. I was just, you know, getting the feel of the place. Genau. We're here. This way. Strange, this gate is usually locked. Ja, diesmal ist es offen. Oh Mann. Oh man. Woolsey. What's got you so spooked? Oh, sorry. Didn't see you lying down there. He's dead. They all are. The blood feathers wiped out? Die low. Forgive me. I was too scared to fight, so I hid. Enough. What happened here? Vietnamese surprised us. Cut us all down. Shit! Here they come again! Ich passe diesmal ein bisschen mehr auf mit den Granaten. Eigentlich ist es eine gute Methode. The Triads must have vengeance. Aber... So, bam. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Woozy, du bleibst zurück. Dann ist das nämlich einfach eine geile Methode. Mit den Granaten. Besser geht's eigentlich gar nicht. So. Hua! Aber besser geht's gar nicht. Das ist einfach optimal. Wenn ich das nicht eben so verkackt hätte, wäre das einfach mega easy gewesen. Hua! Schnappt euch meine Granaten! Werft sie doch zurück, wenn ihr könnt. Ah, könnt ihr, glaube ich, eh nicht. Es gibt ja keinen... Hua! Boom! Pass mal ein bisschen auf, Woozy. Nimm ich mal die AK ein bisschen. Zack. So. Ist die Luft rein? Nee, hier ist noch irgendwo einer. Irgendwo ist hier noch einer. Da um die Ecke vielleicht? Irgendein Camper in der Ecke? Ein Camper in der Ecke. Sehen wir uns also wieder, Army-Typ. We got more company. You drive. I'll send them back to the suit. Okay. Was machen wir? Komm schon, Woozy. Er ist ja ein guter Schütze, ne? Das muss man ihm ja lassen. Der trifft wirklich ziemlich gut. Ich helfe mal ein bisschen mit, da geht das ein bisschen schneller. So, bumm, und jetzt nur noch weg hier. Oh, Och, gerne doch. Also, Woozy finde ich wirklich cool. Den mag ich einfach. Den kann man eigentlich gar nicht hassen. Er ist viel zu nett dafür. Ja, das ist echt ein cooler Boss. Here, a token of the Tongs' appreciation for what you did today. Oh, money, money, money. Incoming. $5,000. Ja, das ist doch ordentlich. So. Wir machen hier gleich weiter bei Woozy. Ich möchte nur vorher noch hier unten speichern, jetzt wo sowieso hier in der Nähe das Speicherhäuschen ist. Dann kann ich hier auch gleich mal speichern. Falls wir sterben sollten, dass wir dann die Waffen halt noch haben. Weil ich habe in letzter Zeit sterbe ich immer so oft und ich weiß nicht, das nervt halt einfach. Wenn ich immer sterbe, dann habe ich keine Waffen, dann muss ich mir wieder Waffen kaufen und nicht, dass das irgendwie geldtechnisch Probleme bereiten würde, aber zeittechnisch halt. Und ich will einfach die Waffen jetzt mal ein bisschen behalten. So. Wir sind ja sowieso in der Nähe, es macht ja nichts. Wir machen ja so oder so jetzt noch eine Mission bei Woozy. Damit wir ein bisschen vorankommen hier in der Story. So. Den Wagen müssen wir auch gleich mal austauschen. Ich glaube nicht, dass der noch so lange durchhält, aber egal, nächste Mission. Ren Farley. Hey, Woozy, my man. What's going down? Hey, CJ. Let me introduce you to Shuk Fu, Ran Fa Li. He heads the Red Gecko Tongue on the West Coast. How you doing? Yeah. Ah Kung has sent word from Kowloon. A Vietnamese crime family, the Da Nang Boys, are preparing to move to the United States. This may explain the cowardly attack on the Bloodfeather Triad. There may be some trouble ahead. The Shifu would like a package retrieved. A courier has left it in a drop at the airport. It is most important to the matter at hand. Oh, I can do that. He is Triad? A mountain boy? No, a personal friend of mine.
and less likely to draw the attention of the Da Nang boys. Okay. Thanks for your support. Hol das Auto aus der Flughafen-Tiefgarage ab. Das kann ich auch, wie dieser eine Typ. Komischerweise weiß sein komischer Dolmetscher da immer, was er sagen will. Erstaunlich. So. Neues Auto, neues Glück. Nee, ich will das Bike. Ich will... du... Der schlängelt sich dafür durch. Nein, 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 nein. Ach, jetzt haut er auch noch ab. Ach, Leute. So war das nicht gemeint. Alter. Meine Güte. Steig aus. Alter, Junge, Mann. Ich wollte nur das Bike haben, damit unser Bike-Skill nebenbei steigt. Denn halt dich. Soll's. Egal. Passt ja noch. Wir sind ja noch halbwegs am Leben. Das macht ja gar nichts. Überhaupt nicht. Ach was, das kriegen wir hin. Die lassen aber immer noch nicht nach, oder? Wir sind doch Freunde. Das sind doch die Triaden. Warum greifen die uns an? Ich habe doch nur auf einen Biker geschossen. Das war doch kein Triade, der Typ. Also was macht ihr so ein Stress? Oh, ich könnte auch noch mal was essen. Aber ich lasse es. Wir kriegen das so hin. Ich gehe das Risiko jetzt einfach mal ein. Könnte sein, dass ich das recht, aber dann muss ich halt ein bisschen vorsichtiger sein in der Mission. Wenn man sich ein bisschen, ja, vorsichtiger anstellt und so, ein bisschen vorsichtiger ist, dann schafft man das auch. Man darf halt nicht so stürmisch sein immer. Da neige ich immer zu, das immer so ein bisschen zu sein, weil ich einfach ungeduldig bin und einfach loslegen will. Und dann verliere ich mehr Leben, als ich eigentlich verlieren müsste. Deswegen einfach ein bisschen vorsichtiger agieren und dann kriegen wir das auch irgendwie gebacken. Gebacken wie ein Bäcker seine Brote in der Bäckerei. So, wie komme ich jetzt da oben hin? Ach so, ja. Hier vorne ist ja der Eingang. Aber das macht uns ja eigentlich noch nicht auf, ne? Da müssen wir uns ja wieder über das Häuschen, ja, schlängeln, oder nicht? Glaube ich zumindest. Ho! Alter, du hast gerade wen anders verfolgt. Warum verfolgst du uns jetzt? Du warst doch woanders bei. Diese Polizei kann sich auch echt nicht entscheiden. Und da kommen sie jetzt auch noch. Oh Mann, die Cops sind die letzten, die ich jetzt noch brauche. Nicht noch mehr Leben verlieren muss. Na. Na, und das ist mir sowas von egal. Ich gehe hier trotzdem rüber. Ha! Zack! So. Mach jetzt nicht zu. Na gut. Ich wollte gerade sagen, hätte er die jetzt wieder zugemacht, ne? Das wäre echt der Troll des Jahrhunderts. Die Frage ist, ob wir überhaupt hier rein sollen. Sollen wir überhaupt hier rein? Ich glaube nicht, oder? Wenn... Die Mission kann ja wohl nicht darauf ausgelegt sein, dass man da drüber klettert über das Häuschen. Nee. Och nö, das ist echt da. Och Mann, ich habe mich total verfahren hier. Ich hätte hier gar nicht reingemusst. Aber trotzdem schön hier. Ein kleiner Ausflug zum Flughafen. Ist das toll hier. Mann, ist das toll. Naja, wenigstens ist unser Stern weg. Das ist schon mal... Auch schon mal was. So, lass mich mal durch hier. Völlig umsonst hier. Das reicht nicht aus. Na, ich war trotzdem da drin. Macht doch nichts. Naja, irgendwann öffnet sich die Tür automatisch, wenn wir die Flugschule absolviert haben. Aber das dauert noch ein bisschen, bis sie kommt. So, da ist unsere Markierung. Da fahren wir doch mal da rein, würde ich mal sagen, oder? Ja. Hol dir das Auto. Das Auto. Welches Auto? Das sieht ja alles so gefährlich aus hier. Hui, Herr Polizist. Was machen Sie bitte hier? So, wo ist denn das jetzt? Da ist das Auto. Mann, ist das schön. Ich blockiere mal nicht so den Eingang. Ich lasse es mal hier stehen. Den Blister Compact. Und dann steigen wir mal in das Auto da ein. Zack. Das ist ein Hinterhalt. Die Da Nang Boys bewachen die Ausgänge. Bring das Auto in die Garage. Oh mein Gott. Das ist jetzt ein bisschen crazy. Hier ein bisschen rumschlängeln und so und nicht getroffen werden. Ich steig mal kurz aus. So. Die müssen wir jetzt einfach ein bisschen eliminieren. So. Vernichten wir sie.
Warum kriege ich jetzt einen Stern in der Tiefgarage? Ja gut, man hört das jetzt. Das schallt ein bisschen in der Tiefgarage, aber egal. Okay, die Luft ist rein. Vorerst zumindest. Da ist schon wieder die Mission. Das erinnert mich so an eine Driver-Mission. Also bei Driver... Ich weiß nicht, Driver 1 oder Driver 2. Da gab es auch so eine Mission. Da ist man über so ein Gelände gefahren. Ich muss mal ein bisschen vorsichtiger sein. Auf jeden Fall, da ist man über so ein Gelände gefahren und da sind dann auch immer so Transporter in den Weg gefahren und da musste man sich einen anderen Weg suchen und sowas. Daran erinnert mich das gerade so ein bisschen. Das kriegen wir aber hin. Das kriegen wir hin. Ich muss jetzt auch nicht bei jedem hier aussteigen. Denn ich sollte sowieso nicht mehr aussteigen. Noch einmal so ein Typ und dann gibt's richtig Ärger. Der fährt hier doch wieder. Oh shit. Oh shit, jetzt werden wir verfolgt. Oh shit, lasst uns bloß abbauen hier. Butz. Das sehe ich, deswegen bin ich jetzt auch schon ziemlich weit gekommen. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Das wird nichts. Die werden uns jetzt eh verfolgen. Da können wir drauf wetten. Also die lassen uns jetzt nicht in Ruhe, die Jungs. Ach ja, genau. Und das einzige Auto, was ich mal wieder ramme, ist ein Polizeiwagen. Das ist so klasse. Meine Güte, oh, da vorne sind die Gegner. Zwei Gegner, von jeder Seite einer. Oh Gott. Lasst uns hier abhauen. So, Motorradfahrer da. Oh, Alter. Warum fliegt er denn in die Luft? Ganz ruhig. Das ist ja gefährlich hier. Und die können nicht fahren. Toll. Lernt erstmal Motorrad fahren, bevor ihr uns verfolgt. Oh, was hätte ich nicht sagen sollen. Jetzt sind sie böse. Jetzt sind sie richtig böse und kommt immer näher. Bloß schnell weg hier. Und die Polizei nervt auch noch. Warum haben wir zwei Sterne? Okay, ich habe ein bisschen randaliert, aber... Ich würd mir jetzt dafür keine zwei Sterne verpassen, wenn ich ehrlich bin. Och Mann. Ich muss die ausschalten, sonst sind wir gleich down. Alter. Ich weiß nicht, wen ich... Hört auf zu ballern! Mann! Jetzt kommt die Polizei und ballert. Jetzt kommen die Leute und ballern. Ich weiß nicht, auf wen ich achten soll. Mann, jetzt hört auf rumzuballern. Mann! Wenn unser Auto jetzt noch kaputt geht, ne? Alter! Ist jetzt mal gut. Scheiße. Gibt's hier irgendwo ein Paint Spray? Ne, gibt es nicht mehr. Jetzt heißt es nur noch hier ein bisschen den Leuten ausweichen. Okay, wir haben sie ein bisschen abgehängt. Es ist bloß noch die Polizei an uns dran. Die haben wir jetzt vorerst abgeschüttelt, das ist gut. Aber es können ja noch weitere folgen. Außerdem ist der dicht auf den Fersen uns, der eine da. Aber der soll uns auch erstmal finden. Aber wir sind gleich da, das müssen wir packen. Auch mit wenig Leben. Ja, das sieht gut aus. Oh nein! Ja, doch, das müsste klappen. Jawohl, jetzt nur noch da reinstellen, oder? Ja. Puh. Jawohl. Und ein Anruf. Caesar, du kannst mich mal. Nein. Och Mann, ey. Darauf jetzt erstmal eine Pizza. Leute, lasst uns mal eine Pizza essen. Eine dicke, fette Partypizza. Nach den Strapazen, die wir jetzt hier durchmachen mussten. Hallo. Ich hätte gerne eine richtig dicke Pizza. Die volle Lusche. Oh, Lutsche. Ein Salat. Eine volle Lutsche hätte ich gerne. Enjoy, Sir. So, volles Leben. Mehr wollte ich gar nicht. Okay, Leute. Ja, zwei Missionen geschafft. Ich würde sagen, das ist ein erfolgreicher Part gewesen. Und deswegen ist es jetzt auch an der Zeit, ihn zu beenden. Wenn es euch gefallen haben sollte, dann würde es mich wie immer freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Und bis dahin sage ich mal ciao. Bis zum nächsten Mal. Bang!